böse Überraschung für Jacques-Henri Ayrault, der Präsident des französischen Erstligisten Olympique Marseille ist in der Nacht zu Samstag Opfer eines Einbruchs geworden. Erlebe die Ligue 1 live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Wie die Polizei mitteilte, seien ein oder mehrere Täter in das Haus des 50-Jährigen eingestiegen, während dieser sich am Freitagabend mit ihm zum Auswärtsspiel beim FC Odeon 2:1 aufhielt. Was gestohlen wurde, teilten die Behörden nicht mit. Mehrere PSG-Stars zuletzt ebenfalls Opfer von Einbrüchen. Ayrault, der zuletzt Ziel von Protesten der Marseille-Fans war, reiht sich damit in eine Liste prominenter Einbruchsopfer ein. Auch in die Häuser von Eric Maxim Choupo-Moting und Thiago Silva, beide in Diensten von Meister Paris Saint-Germain, war Ende des vergangenen Jahres eingebrochen worden. Gleiches geschah dem ehemaligen PSG-Trainer Unai Emery, in dessen Apartment im Dezember 2017 Diebe eingestiegen waren. Der Spanier spielte mit dem Star-Ensemble zu diesem Zeitpunkt in Straßburg.